Moin, moin, ihr Lieben. Heute möchte ich euch ein Kinderbuch zum Vor- oder Selbstlesen vorstellen. Und zwar ist das Minna Melone, wundersame Geschichten aus dem Wahrlichtwald. Geschrieben wurde das von Sven Gerhardt und illustriert von Mareike Amasken. Das Buch ist im CBJ Verlag erschienen, kostet 14 Euro in dieser gebundenen Ausgabe und hat in etwa 118, 120 Seiten. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, sage vielen lieben Dank dafür. Ich habe das Buch angefragt, weil ich einfach Lust hatte auf eine bunte, kreative, fantasievolle Kinderbuchgeschichte, die mich so ein bisschen aufheitert und die aber auch Illustrationen mir zeigt, und das scheint genau dieses Buch zu bieten, habe ich mir gedacht. Es ist auch eine Neuerscheinung aus dem Frühjahr 2022, und ja, deswegen habe ich es angefragt und bin sehr glücklich, dass es bei mir gelandet ist. Die Aufmachung ist wirklich sehr, sehr schön. Es fühlt sich sehr wertig an, auch ein bisschen schwerer, weil auch die Seiten eher katalogartig ein bisschen dicker sind. Auch das Vorsatzpapier, schaut mal, wie schön das aufgemacht ist. Und man hat quasi auf jeder Seite eine Illustration, entweder ist sie ein bisschen kleiner oder aber auch, ja, bedeckt dann die ganze Seite. Und auch der Inhalt hörte sich einfach sehr, sehr schön und fantasievoll an. Es geht um die Tiere aus dem Wahrlichtwald, und die gehen ihrem Alltag nach. Sie erledigen etwas, sie gehen arbeiten und kümmern sich um ihre Familien, aber so richtig viel los ist da ansonsten nicht. Sie verlassen den Wahrlichtwald auch nicht und wissen auch gar nicht, was ringsherum in der Welt so passiert. Bis sie eines Tages Besuch bekommen von einer Fremden, von einer Wanderratte, und zwar ist das Minna Melone. Und die kündigt nun an, jeden Abend Theatervorstellungen zu geben und Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen. Und zunächst ist man ein bisschen skeptisch. Es spricht sich zwar schnell rum, aber man hat doch viel Besseres und viel Wichtigeres zu erledigen, als sich da, ja, den Müßiggang hinzugeben und irgendwelchen erfundenen Geschichten zu lauschen. Und besonders der Uhu, der weise Uhu, der sagt, diese Geschichten sind erfunden, das ist, die lügt und die spielt euch irgendwas vor, hört euch das nicht an. Und die Einzige, die da so ein bisschen Neugierde zeigt und auch Faszination, das ist Zara, das Eichhörnchen. Und so nach und nach steckt sie auch andere an und sagt, kommt mit, hört euch das an. Das ist so faszinierend, wie Minna Melone erzählen kann auf dieser Bühne, die sie dort aufgebaut hat, ob sie als Piratin unterwegs ist oder sich in einen Vogel verwandelt. Also da ist alles dabei. Aber sie wird halt immer wieder als Lügnerin dargestellt. Und darum geht es eben. Muss eine Geschichte denn immer wahr sein, damit sie etwas bewirken kann? Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Botschaft, dass es eben hier auch um die Fantasie geht, um das Erzählen selbst, um Geschichten selbst. Warum müssen Geschichten wahr sein? Sie können auch etwas bringen, wenn sie ausgedacht sind. Und gerade wenn man sich etwas vorstellt, was eigentlich unmöglich ist, ist doch bereichernd. Und da musste ich auch so ein bisschen daran denken, dass ich letztens einen Kommentar unter meinen Videos gefunden habe. Da wurde ich gefragt, ob ich denn nur erfundene Geschichten lesen würde und keine ordentlichen Sachbücher. Und daran musste ich denken, weil ja, ich lese erfundene Geschichten, aber die bereichern mich genauso, wie es Sachbücher tun würden oder auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich schäme mich auch nicht dafür, Fantasy-Geschichten zu lesen, weil sie einfach meine Fantasie anregen und ja, mir die Welt zeigen, das ist doch wunderbar. Und auch wenn diese Geschichten nicht der Wahrheit entsprechen, ja, Geschichten sind eben nicht nur dazu da, um die Wahrheit zu erzählen. Und das müssen die Bewohner des Waldes nach und nach erfahren und eben in diese Form des Geschichtenerzählens, des Theaterspielens und so weiter hineingezogen zu werden. Ja. Und die Geschichten an sich, die sind niedlich, die sind fantasievoll, aber ich fand das ringsherum und die Botschaft dahinter noch viel schöner. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es ein schönes Buch ist, um jeden Abend eine Geschichte vorzulesen oder ein Kapitel vorzulesen, weil das Buch eben auch so aufgebaut ist, dass in jedem Kapitel
ein Tag beschrieben wird, wie der abläuft und abends dann eine Geschichte von Minna Melone eingewoben wird. Und so kann man immer sehr gut abschließen, weil am Ende sagt Minna Melone, ja, und dann ging das Abenteuer dorthin, aber davon berichte ich euch dann morgen. Und dann kommt das neue Kapitel, wie sich das denn Ganze in dem Wald herumspricht, was es da für Entwicklungen gibt, und dann kommt wieder die Geschichte von Minna Melone und wieder ein kleiner Ausblick, und es heißt wieder, das erzähle ich euch dann morgen. Ja, und das finde ich irgendwie eine sehr schöne Vorlesegeschichte. Ich würde mal sagen, das kann man schon aufmerksamen Kindern ab 5, 6 Jahren vorlesen, oder aber wenn sie selbst lesen können, natürlich dann auch schon zum Selbstlesen. Aber es ist halt, finde ich, sehr gut gemacht zum Vorlesen. Und ich möchte euch nochmal 1, 2 Illustrationen zeigen, weil ich es einfach wirklich sehr, sehr schön illustriert finde. Manchmal natürlich sehr kindlich, aber hier zum Beispiel diese Seite finde ich zum Beispiel sehr schön, wo man hier die Bühne sieht, wo Minna Melone dann draufsteht und ihre Geschichten erzählt und sich verkleidet. Und ja, hier steht auch vorne drauf, jeden Abend Abenteuer. Und das finde ich sehr schön. Wie die Tiere gezeichnet werden, das ist schon sehr kindlich. Also das ist nicht immer meins gewesen, aber das ist ja auch nur mal für Kinder. Und ja, hier zum Beispiel auch eine ganz tolle Illustration. Ja, also schöne, kleine, fantasievolle Abenteuer plus eine tolle Botschaft, die da so eingestreut ist, ob das jetzt irgendwie ja für Kinder gleich so ersichtlich ist, weiß ich nicht. Die haben vielleicht eher an den Geschichten selbst ihre Freude, aber vielleicht unterbewusst wird es dann auch klar, dass es hier nicht beim Geschichtenerzählen nicht um Lügen oder um Wahrheit geht, sondern die einfach auch etwas ganz anderes bezwecken können. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Buchrezension gefallen, und vielleicht ist es ja auch etwas für euch, wenn ihr, wie auch ich, irgendwas sucht, was euch so ein bisschen aus dem grauen Alltag heraushebt, ein bisschen was Buntes, was Kreatives, was Schönes, was zum Wohlfühlen und auch was Schönes zum Anschauen. Denn es ist vielleicht etwas für euch, oder wenn ihr Kinder habt in dem Alter, wo ihr euch da ja vorstellen könntet, jeden Abend eine Geschichte von Minna Melone zu berichten, vorzulesen, dann wäre das vielleicht auch etwas für euch. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das anspricht, und natürlich auch zur Thematik, wie ihr diese Message findet. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit, und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!